Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 3. Ich hoffe, dass meine DLCs noch funktionieren, weil ich Windows 19 deleted habe und jetzt habe ich nicht mehr so den Mod Manager, den ich mal hatte. Naja, was müssen wir machen? Ach ja, das sowieso und ja. Geben wir uns auf den Weg zu weiteren Quests. Und ich, mein Mikrofon, okay. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welche Mission ich mache. Ich war irgendwo bei so einer, bei dieser Hütte. Ach ja, das war ja mein Sharon. Stimmt, stimmt. Dem gebe ich ja noch kein Wasser. Ich dachte gerade, da war was. Na egal. Hab ich die Musik an? Tatsächlich, na egal, das stört ja jetzt nicht so. Ich hoffe einfach mal, dass die GEMA da nichts mitbekommt. Obwohl ich nicht weiß, ob die... Interessant. Ob diese Kampfhymne der USA, ist das ja, glaube ich, unter der GEMA fällt. Naja, egal. Sei es drum, wenn... Dann lösche ich halt den Toninhalt in der Szenerei. Ist ja nur ein Let's Play. Ne? Okay. Vielleicht, da habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich da schon reingeguckt? Nein, aber ich nehme die Nuka-Cola einfach mal mit. Hab ich jetzt eigentlich meine Sachen verkauft? Sieht so aus, als hätte ich nur das Nötigste dabei, bis auf eine Quantum. Naja, okay. Die kann ich ja gleich. Nein, muss ich ja nicht trinken. So, ich glaube eh, das mit dem Quantums wird so ein Dauerauftrag. Hallo. Bong bong. Die kleine Wine. Hier ist irgendwie nix. Oh. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty Sie geschickt? Was? Hä? Was? Geben Sie mir einfach die Kronkorken und die stehen nicht mehr. Hä? Ich soll ihm Kronkorken schulden? Er ist ein Lügner. Er will nur, dass Sie mich töten. Diese Kronkorken gehören in Wirklichkeit mir. Ich weiß nicht mal, worum es eigentlich geht, aber ich versuche mal die Sprachherausforderung. Ich habe es satt, mich wie ein ödler Kojote hier draußen zu verstecken. Ich glaube, das wäre das Vernünftigste. Hier, das ist alles, was ich habe. Bitte lassen Sie mich jetzt allein. Hä? Ja, was denn? Sie bieten ihre Dienste nicht mehr an. Tut mir leid. Was? Diesen Teil meines Lebens habe ich ein für alle Mal abgeschlossen. Okay, und was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht Spritzen setzen, bis ich nicht mehr weiß, wer ich bin? Das Ödland ist beschissen. Finden Sie sich lieber damit ab. Ja, dann bis später. Merkwürdiger Besuch, ne? Findest du auch, Sharon. Die Spring Whale Elementary, die Spring Whale Grundschule. Interessant, interessant, interessant. Und da werden wir den. Vorsichtig. Ja, 16. Idigene T. Okay, ich habe keine Ahnung, was da steht oder stand wohl eher. Aber gehen wir da einmal rein. Schaden kann das ja nicht, oder ist ein Gegner? Ah. Schöne Schule, ne? Da würde ich auch jeden Tag Unterricht machen wollen. Mit so einem Käfig. Ich höre Wader, aber... Oh. Ja, ist doch tot. Ja, okay. Was ist los? Kannst wohl kein Blut sehen, was? Nee, hä? Oh, ein schöner Klassenraum. Was unterrichten wir denn heute? Wie man eine Maurusratte kann. Ne, das ist kein Unterrichtsraum. Das sieht eher so aus wie eine Kantine oder so. By the way, guck mal. Auch das hatten sie schon damals. Es ist ja noch schlechter als normales Kantine, als wenn es da Maurusratten gibt. Na, erstmal gucke ich hier. Ja. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Was? Hä? Wo?
Da schien mal was gewesen zu sein, aber ich sehe es noch nicht. Nee, warum ich alles nicht? Die Splittergranate kann ich gebrauchen. Interessant. Warum haben die solche Gefängnisse hier? So, was steht denn heute auf dem Plan? Wie man Vader tötet. Meine Kinder. Drauf und dann schießen. So. Einer scheint da noch zu sein irgendwo. Ich guck gleich erst. Oh. Ich gehe erst hoch, bevor ich runtergehe. Wo ging der nochmal hoch? Hier, naja, genau. So, das hätten wir. Wir könnten das Licht ausmachen, aber es funktioniert ja eh nicht. Hab ich. Ach, da! Aber gut. Solltest du auch haben, stimmt. Hm, 10 mm, ja. Wer? Achso, du. Ja, okay. Dafür kann ich leider nichts. Ja, da hattest du auch. Aber jetzt nicht mehr. So. Ja. Springway. Bibliothekschlüssel. Kann ich ja Bücher mitnehmen. Ach, sag mal, die Bücher bestimmt für hier. Dieser Ailendale. Oder wie auch immer die heißt, Bibliothek bringen. Ja, genau. Stimpix. Nehmen wir mit. Mentals. Ne, das ist schmutzige Wasser. Brauche ich nicht. Buff out. Alles. Ja, stimmt. Und da kriegen wir dafür Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, ja. Irgendwas ist da auch. Aber die Tür ist noch nicht geknackt. Oh, ein Hund. Na dann. So, hier. Mist, der Zeug nicht genügend ab. Das war sein Nachschlag, ja. Hab ich dann auch gesehen. Kellerschlüssel. Vader. Guck ich gleich. Aber ich glaube, das Sturmgewehr kann ich reparieren. Ja. Oh, doch nicht. Das wirkt erst so, als wäre da eine. So, fuck me, hahaha, okay. Protokolleintrag Nummer 3. Ach ne, ich sollte, wenn schon, in der richtigen Reihenfolge anfangen. Protokolleintrag Nummer 1. Boppo ist übelst abgekratzt. Die Idee, sich hier einzurichten, war gar nicht schlecht. Wir leben gut von den Händlern und Karawanen auf dem Weg nach Megaton. Die Stadt zu überfallen, das war allerdings saublöd. Der Idiot hat die Kugel verdient, die ihm Sims in den Kopf gejagt hat. Jedenfalls gibt es hier besseres Wasser. Wir sollten versuchen, in den verdammten Wald reinzukommen, statt in den abgerissenen Ort. Wenn wir da reinkommen, sind wir gemachte Leute. Und zwei. Ein paar von denen hatten es satt, Tunnel zu buddeln und haben angefangen, sich durch die Minen Zugang zu den Höhlen zu verschaffen. Gar keine so blöde Idee. Die Explosionen haben das Gebäude praktisch auseinandergerissen. Hat uns auf der Seite ein, zwei neue Fenster verschafft. Okay, blöder Witz. Ich lasse einige meiner Leute eine Karawane überfallen, um mehr Sprengstoff zu beschaffen. Werden beim Sprengen aber weniger davon nehmen müssen. Sonst werden ein paar von den Deppen in Megaton noch neugierig und schauen vorbei. Haben eine verdammte Ameisenkolonie im Tunnel erwischt. Die Bestien haben 7 unserer besten Gräber gefressen, bevor wir den Weg sperren konnten. Wir müssten sie irgendwie vergiften, damit wir weiterkommen und uns den Weg in die Vault freispringen können. Wenn wir nicht bald hineinkommen, endet es noch mit mir noch wie mit Boppo. Nur, dass ich nicht vom Sheriff, sondern von meinen eigenen Leuten abgeknallt werde. Und jetzt Verbindung dran. Suck me, hahaha. Nix mit suck me. Okay. Munitionskiste. Ah, kann ich gebrauchen. Nicht das Messer. Kann ich auch gebrauchen. Oh, da ist nix mehr. Das ist natürlich blöd. Und da liegt einfach mal so eine Kiste im Raum rum. Naja, egal. Und hier geht's wieder runter, okay. War ja nicht so viel, dann kann ich ja jetzt ganz in den Keller gehen. In den Keller der Schule. So, Generator nicht drauf schießen, da krieg ich Schaden. Oh, das scheint die richtige Richtung zu sein. Okay, das war falsch. Oh. Komm.
So, gut. Das hätten wir. Freut mich auch. Die furchterregende Flinte. Ah, wie schön. Ah, hallo. Wie geht's denn so? Ja? Oh, nicht mehr so gut. Ach, schade. Hier. Meine Güte, der ist doch tot. Gleich. Aber erstmal das hier weiter erkunden. Aktenschränke, Aktenschränke. Ziges Wasser. Wer ist tot? Du? Ja. Geht doch. Stimmt, du bist tot.